Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich freue mich heute, eine tolle Frau zu Gast zu haben. Wir können sie jetzt sehen bei Rote Rosen. Dort wird sie als Tanzcoach vor Ort sein und das kommt nicht von ungefähr. Ihr kennt sie alle. Sie ist eine der bekanntesten Tänzerinnen Deutschlands und ich freue mich, dass sie da ist. Oana Nikiti, wie geht's dir und wo bist du? Hallo, vielen Dank für die Einladung erstmal. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin gerade im Büro einer meiner Tanzschulen und hier verbringe ich sehr viel Zeit, aber auch sehr gerne Zeit. Manchmal unterrichten wir, aber natürlich, wenn man selber zwei Tanzstudios führt, dann muss man natürlich auch ein bisschen was im Büro machen. Dementsprechend hier befinde ich mich gerade. Und das heißt natürlich, wenn es viel zu tun gibt, dass du auch Zeit freischaufeln musstest wahrscheinlich für die Roten Rosen. Oder war das ganz einfach? Nee, ganz einfach ist es nie bei uns, denn wir haben zwei Kinder zu Hause. Unser großer Sohn ist 11, der kleine ist knapp 2 und da haben wir auch noch zwei Tanzstudios und ich muss mir natürlich wirklich so Freiraum schaffen extra dafür. Aber das Tolle dabei ist, mein Mann unterstützt mich bei allem und die Family sowieso und wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, dann wirklich, ich kann mich völlig darauf einlassen, ich kann mich entspannen und ich muss irgendwie nicht mit Sorgen arbeiten, dass zu Hause irgendwas nicht funktioniert. Dementsprechend ist das bei uns schon ganz gut geregelt, würde ich sagen. Das ist natürlich Gold wert. Anders kann man das gar nicht sagen. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung. Eine Rote Rosen tägliche Serie gibt es in der ARD Mediathek und täglich 14.10 Uhr. Aber da wird auch sehr viel produziert. Das heißt, Füße hoch und ganz entspannt war es wahrscheinlich auch nicht. Wie war es denn für dich dort? Ja, es war nicht unanstrengend, das muss ich schon ehrlich sagen, weil du hast natürlich sehr, sehr lange Wartezeiten. Ja, es wird wirklich unheimlich viel produziert, es wird wirklich viel gearbeitet. Alle Menschen am Set sind sehr, sehr fleißig, die haben alle sehr, sehr viel zu tun. Aber man muss auch sagen, wenn man auch so ein Zeitfenster hat, wo man eigentlich so eine lange Pause hat, das ist auch keine Pause, weil du musst ja deinen Text immer lernen. Ja, und nicht nur deinen Text musst du lernen, sondern du musst natürlich auch so die Zusammenhänge verstehen, wer sagt wann was, ne, und dann die Timings dann auch verstehen. Das ist schon, sage ich mal, eine andere Herausforderung. Ne? Ich habe ja immer eher so auch körperlich dann sehr viel gemacht, bei Let's Dance oder so, es war immer sehr körperlich halt anstrengend, aber bei Rote Rosen war einfach von der Aufmerksamkeit auch sehr, sehr anspruchsvoll, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und du hattest die großartige Maria Fuchs an deiner Seite, die war hier auch schon mehrfach zu Gast. Die spielt Carla und in Carlas Restaurant, da soll eben ein bisschen was passieren, ein bisschen Action geben. Gibt es halt diesen, ja, so eine Art Tanz-Contest, Charity-Tanz-Event und da bist du eben da. Und glücklicherweise heißt deine Rolle ja wie du, war das von Anfang an so geplant? Oder hast du gesagt, bitte macht's mir leicht, nennt mich nur Oana, Oana. Nein, es war nicht geplant. Ich habe einfach mal zugesagt. Ne? Da kam irgendwann die Anfrage, hey, möchtest du da nicht ein bisschen was bei Rote Rosen machen? Und es ist für mich eine Ehre natürlich. Auch es ist auch mein schauspielerisches Debüt gewesen. Das ist auch das erste Mal, dass ich in der Form was so für eine Serie spiele. Und es war natürlich sehr schön für mich, weil ich bin auch keine ausgebildete Schauspielerin. Und am einfachsten ist natürlich, sie selbst zu spielen. Und da muss ich sagen, ich habe da richtig viel Glück gehabt und es ist natürlich viel einfacher so, ja. Eine Frau, die sich so bewegen kann wie du oder eben auch, ich denke da an Tanja Schewtschenko, die ist dann natürlich auch gleich schauspielerisch, als sie das erste Mal die Gelegenheit hat, das hat sie schon sehr angezogen und sie ist ja dabei geblieben. Wie ist es bei dir, Oana? Könnte das etwas werden, was dich öfter begleitet oder war das ein einmaliger Gruß in die Luft? Naja, ich glaube, es ist stark davon abhängig, was es wäre. Also so eine tägliche Serie, die ändert dein Leben ganz schön stark auch, weil ich habe mich auch lange mit den Schauspielern von Rote Rosen unterhalten und dann haben sie mir erzählt, ich habe ja immer gefragt, hey, wie macht ihr das? Weil du musst ja einfach täglich da am Set sein und dann wirklich nicht nur 4 Stunden, sondern 8 bis 10 Stunden am Tag. Und habe ich auch erfahren, dass viele tatsächlich auch nach Lüneburg ziehen für ein paar Monate oder manche pendeln zwischen Hamburg und Lüneburg und so weiter. Und du musst aber schon auch so dein Familienkonzept so ummodellieren, damit sowas auch aufgeht. Also es ist echt nicht ohne. Ich glaube, die Schauspieler sind eher gewohnt, das zu machen. Die lassen sich darauf ein. Aber für mich wäre tatsächlich rein logistisch super schwer. Wenn es aber sich irgendwann mal was ergibt, wo ich sage, hey, ich brenne dafür,
Und ich will das doch einfach mal machen und erleben. Und sprich mich an, vielleicht ja. Ich habe auch in den Jahren gelernt, nicht Nein zu sagen, schon gar nicht so voreilig Nein zu sagen. Weil letztendlich habe ich sehr oft Dinge gemacht, für die ich nicht unbedingt vorbereitet war. Ich habe immer etwas so ein bisschen gemacht, wo ich sagte, ja, weiß nicht, ob ich ready dafür bin. Aber ich bin einfach mal ins kalte Wasser gesprungen und habe dann entdeckt, dass es mir sehr viel Spaß macht und bin halt sehr lange dabei geblieben. Dementsprechend, ja, ich sage nicht nein, aber wo ich nach Hause kam, hat mich mein Mann der gleiche Frage gefragt und ich habe gesagt, ich glaube, das wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich täglich machen wollen würde. Das erste Mal habe ich dich gesehen, ich glaube, wie alle anderen auch bei RTL Let's Dance 2013 bis 2018 hast du da teilweise unfassbare Leistungen erbracht. Wie ist das für dich, wenn du heute an diese Zeit zurückdenkst? Es ist wunderschön. Also ich gucke immer noch manchmal mir noch Aufnahmen an, weil was man auch da so geleistet hat, aber nicht nur selber als Profitänzer, sondern gemeinsam mit dem ganzen Team, mit der Produktionsfirma, mit den Promi-Partnern und so. Es ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit zum Teil gewesen. Ja, man muss sich vorstellen, man hat 4 Tage mit einem Nicht-Tänzer Zeit, um was Tolles zu kreieren. Und oft habe ich mir selber gefragt, wie soll das irgendwie aufgehen, weil 4 Tage sind einfach dafür zu kurz und man muss natürlich auch zwischendurch drehen und zwischendurch ist man auch müde und diese Achterbahn der Gefühle, die man auch durchmacht, ja, ist nicht ohne, aber was dabei entsteht, ist wirklich unfassbar und meiner Meinung nach ist immer noch einer der schönsten TV-Shows Deutschlands und ja, ich habe es geliebt, ich liebe es immer noch und es ist eine tolle Sache gewesen, definitiv. Wie sind die denn damals überhaupt auf dich gekommen? Wie ist das entstanden, dass du da Teil wurdest? Ja, es war eine reine Zufall. Ich war zu der Zeit erst seit 3 Monaten in Deutschland, wo die mich das erste Mal gefragt haben und noch konnte ich kein Deutsch. Ja, und es war sehr lustig, weil ich habe mit meinem Mann ein Turnier getanzt und zufälligerweise war da der Joachim Lambi als Wertungsrichter unterwegs. Und da hat er uns einfach darauf angesprochen. Er meinte, du, ihr seid jung und frisch und auch nicht die hässlichsten. Wie wär's mit einer TV-Show? Ich glaube, ihr würdet beide da sehr gut reinpassen und so weiter. Mein Mann wollte das überhaupt nicht. Und ich fand das so, ich bin immer jemand, der sagt, hey, aber einfach mal das Casting zu erleben, wäre für mich mal interessant. Lass uns doch einfach zum Casting. Ich meine, man kann am Ende des Tages immer noch Nein sagen. Oder es kann auch sein, dass die selber sagen, hey, nö, das passt einfach gar nicht. Für mich war es ein bisschen kompliziert, weil ich musste mein Interview auf Deutsch führen und das war einfach wirklich das Unangenehmste, was ich je erlebt habe. Es hieß erstmal, wir machen es auf Englisch und wo ich vor Ort war, hieß es, nee, das funktioniert auf Englisch nicht, also müssen wir auf Deutsch switchen. Aber ich konnte zum Teil auch keine Worte richtig aussprechen auf Deutsch und mir sind Worte sehr wichtig und Sprache sehr wichtig und dementsprechend war es halt schwierig. Aber ja, mein Mann hat dann gestartet und 2 Jahre später bin ich dann auch dabei gewesen. Also es war eine rein zufällige Sache halt. War denn für dich klar, wie lange du bei Let's Dance bleiben willst oder wonach hast du das entschieden? Ich bin 7 Jahre dabei gewesen tatsächlich. Mein Mann auch 10 Staffeln mitgemacht und es ist halt so, dass man halt immer quasi jedes Jahr neu verhandelt. Es heißt auch nicht, wenn du als Profitänzer da warst, sogar wenn du gewonnen hast, es heißt nicht automatisch, du bist in der nächsten Staffel wieder dabei. Es findet jedes Jahr eine neue Verhandlung statt und dann muss man natürlich auch die Produktionsfirma, die überlegt, wer passt zu wem, wie war das Zusammenarbeit insgesamt, ne? War der Profi verlässlich, war er unterhaltsam, war er, weiß ich nicht, leicht in dem Umgang, ne? Ja, lauter Sachen halt. Da haben wir einen Promi-Partner vielleicht, der zum Profi auch passt. Manchmal regen sich auch die Leute auf, ja, warum fehlt Profi X oder Y? Aber manchmal gibt es zum Teil in einer Staffel nur kleine Männer und dann passt halt einfach eine sehr große Profitänzerin nicht. Oder man hat große Männer, braucht nur große Damen halt. Ne? Und dann so entstehen so ein bisschen manchmal die Paarkonstellationen. Und ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich das 7 Staffeln machen durfte und es war super. Es war wirklich wunderschön. Ich habe mich sehr gefreut, als du dann bei Deutschland sucht den Superstar in der Jury gesessen hast, 2019 und 2020. Wie kam es dazu? Du, das war auch mal wieder reine Zufall.
Bei mir ist alles so, kommt einfach vom Himmel. Ich glaube, der liebe Gott, der liebt mich irgendwo. Und ich habe einfach mal nach 7 Staffeln Let's Dance entschieden, dass ich auch nicht nur erfolgreich als Profitänzerin und Künstlerin sein möchte, sondern auch eine sehr erfolgreiche Mutter sein möchte. Dementsprechend war Let's Dance der Anspruch zeitlich war einfach enorm. Ja, für jemand, der sein Kind 3 Monate bei Oma und Opa unterbringt, ich konnte es irgendwann nicht mehr übers Herz bringen. Und dann musste ich mich mit einer, schon so einem schweren Herzens der Produktionsfirma mitteilen, dass ich definitiv nicht mehr zurückkomme als Profitänzerin, weil einfach diese 3 Monate für mich nicht mehr machbar sind, seelisch. Und dann habe ich mich einfach von Let's Dance getrennt und habe gesagt, hey, ich wünsche euch nur das Beste, aber Erich kann gerne weitermachen, aber ich bin erstmal raus. Und das war's dann erstmal. Ich habe auch tatsächlich gedacht, so, das war's, Leben, Öffentlichkeit, Fernseh, TV-Projekte, weil, das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass man als Profitänzer weiterhin Aufträge im TV bekommt. Und dann kam aber, glaube ich, ein paar Wochen später schon wieder ein Anruf vom RTL-Chef damals. Und der fragte mich einfach, hast du nicht Lust, der SDS und lalala. Und ich habe nicht verstanden, was er von mir möchte, weil ich gedacht habe, er möchte, dass ich als Choreografin dahin komme und ich tänzerisch mit vielleicht ein gecastetes Team von mir einfach so die Künstler unterstütze, ja, einfach auf die Bühne. Und ich habe wir haben die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet und dann hat er gesagt, nein, aber wir machen die Castings zusammen. Ich so, aber ich muss erstmal die Tänzer suchen. Und er so, was für Tänzer? Es geht hier um Sänger, du bist nicht mehr bei Let's Dance. Und dann ich so, nee, ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt. Und dann meint er, also wir wollen, dass du in der Jury sitzt. Und dann war ich so, hä? Wie? Ja. Die Idee war tatsächlich, dass viele Zuschauer das schauen, Kandidat kommt rein, jeder hat natürlich schon mal so ein, so Gedanken, guck mal, was der für ein Hemd anhat oder guck mal, der steht nicht gerade oder hier, der bewegt sich gar nicht oder der bewegt sich zu viel oder das sieht chaotisch aus oder wie auch immer. Also man hat allgemein ein Bild von den Kandidaten und dieses Gesamtbild ist ja nicht nur von der Leistung halt gegeben, Und dementsprechend haben die gesagt, der Juryurteil eines Sängers ist immer, du hast den Ton getroffen, nicht getroffen, hier Kopfstimme, hier Bruststimme, wie auch immer. Und die meinten, das könnte tatsächlich für die Zuschauer vielleicht etwas eindimensional sein. Und die Idee war, lass uns doch jemanden nehmen, der vielleicht das Gesamtbild ein bisschen anspricht. Und die meinten, wir haben mal 50-50 Chance. Entweder geht's richtig in die Hose oder es funktioniert richtig gut. Und glücklicherweise hat das sehr gut funktioniert. Dementsprechend haben wir als Jury-Team dann 2 Staffeln zusammen gemacht. Und das war auch natürlich ein Top-Ergebnis. Das war krass. Du hast mit dem Medizinstudium begonnen, bevor du dich eben für die Karriere als Choreografin, Trainerin und Tänzerin entschieden hast. Gab es irgendwann einen Punkt in deinem Leben, als du das vielleicht bereut hast oder war das immer die richtige Entscheidung? Du fragst, ob ich bereut habe, das Medizinstudium unterbrochen zu haben? Genau. Also ich bin ein Gefühlsmensch und ich bin aber ein auch sehr neugieriger Mensch und möchte alle Möglichkeiten ausschöpfen in meinem Leben, weil ich denke, die Zeit ist sowieso immer begrenzt, ne? Wir sind ja nicht für immer da. Und alles, was mir durch den Kopf so kommt, möchte ich gerne ausleben. Und das mit dem Medizinstudium hat mich total angesprochen, war auch eine unfassbar intensive Zeit, auch eine sehr lehrreiche Zeit. Und ich wollte unbedingt gucken, so wie weit schaffe ich dann auch nebenbei als Profitänzerin auch an Leistung zu bringen, weil da ist ja noch was. Ich kann nicht nur tanzen, sondern ich kann auf jeden Fall mehr. Das, glaube ich, wollte ich mir mehr beweisen als alles andere. Es hat gut funktioniert. Ich hätte das auch gerne beendet, aber das Leben wollte doch anders. Ich habe mich in Erich verliebt, ich bin dann nach Deutschland gezogen und dann hat sich das alles wir wurden Eltern und dann Let's Dance war da und es lief alles viel besser als geplant, viel besser als gedacht. Es hat mir alles sehr viel Spaß gemacht und dann vergingen die Jahre so und dann konnte ich dann natürlich nicht mehr weitermachen und ich habe dann mich dafür entschieden, okay, ich lebe dann doch meine Leidenschaft aus und ich bereue das nicht, obwohl ich Zahnmedizin immer noch sehr spannend finde und schöne Zähne begeistern mich bis heute noch. Ich bin gespannt, wie dein Lebensweg weitergeht. Erstmal können wir dich jetzt sehen bei deinem Schauspieldebüt in einer Serie bei Rote Rosen. Das gibt's natürlich in der ARD täglich 14:10 Uhr, aber
jederzeit in der Mediathek und dort ist sie, Tanzcoach Oana. Und ich freue mich, dass sie in der Webtalk war. Oana Nikiti, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir auch. Es war schön mit dir. Dankeschön, gleichfalls. Und du hast jetzt noch eine tolle Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und wenn ihr jetzt denkt, ich würde auch gerne mal tanzen, ich will das mal probieren, macht's. Einfach machen. Es gibt wirklich, ist unfassbar einfach, aber macht's einfach, weil irgendwann ist das Leben vorbei und nicht, dass ihr euch ärgert, weil ihr irgendwas nicht ausprobiert habt. Einfach machen. Wir sehen uns wieder zur nächsten Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutja und jetzt die heutigen Abschlussworte von Oana Nikiti. Bis dann. Also was ich sagen wollen würde, ist einfach, dass man sich vielleicht weniger Gedanken darum machen sollte, wie Dinge nach außen aussehen, sondern es wäre eigentlich eine coole Sache, wenn jeder so ein bisschen reinschauen würde und gucken so, geht's mir dabei gut? Unabhängig, wie es halt, ja, ich verbinde das immer mit Tanzen zum Beispiel. Sehr viele Kunden sagen, naja, ich traue mich nicht zu tanzen, weil ich weiß es nicht, dass ich habe immer zwei linke Füße oder wie auch immer. Und wir sagen immer, es geht doch gar nicht darum, wie es nach außen aussieht, sondern es geht mehr darum, wie sich das nach innen anfühlt und was es mit einem macht. Und Bewegung macht Spaß, Tanzen macht Spaß, zusammenkommen mit eigenen Lebenspartner, sich wieder nahe zu kommen, sich für eine Stunde lang in den Augen zu schauen, sich gemeinsam auf Musik zu bewegen, ist das Schönste überhaupt und ich kann es einfach jedem an Herz legen. Macht das für euch, macht das für eure Frauen, macht das für euch selber und bewegt euch, weil das ist wirklich das einzig Richtige. Es macht glücklich, es macht gesund, es macht fit und ist einfach etwas, das man auch leicht und in jeder Stadt machen kann, denn es gibt so unglaublich viele tolle Tanzschulen in Deutschland.